Ja, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ja, und wir haben einen kleinen Nebenauftrag angenommen. Wir müssen Kelche aus Notre Dame stehlen. Und da wir keinen Schlüssel mehr haben, das wollte ich doch gar nicht tun. Pansen! Hier liegen noch ein paar Leichen rum, die ich da habe liegen lassen. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg hineinfinden. Ich hoffe, dass mit diesem Aufbau und so weiter hat sich erstmal erledigt. Nee, hat sich natürlich nicht erledigt. Müssen wir noch einen Weg da reinfinden. Ja, das Tor da ist offen. Da komme ich ohne weiteres rein. Und wenn die Soldaten nicht wären. Mal schauen, ob wir irgendwie da oben so ein Fenster oder so reinkommen. Das wäre nicht sehr hilfreich. Schaut mir nicht danach aus. Wie wäre es denn, wenn ich die Wachen sind nur davor. Die will mich ja quasi dann nicht sehen, wenn ich mich jetzt. Hier gemütlich leise reinschleife. Ja, so machen wir es schon mal nicht. Also sie sehen mich tatsächlich. Das wird schwieriger als ich dachte. Ich werde jetzt erstmal hier diesen Verkaufsritzen aufsuchen und ein paar Dietrich besorgen. Und dann knacken wir irgendwie dieses dämliche Schloss da oben. Irgendwie müssen wir da reinkommen. Verbrauchsgegenstände. Dietricher. Bitte 5 Stück an der Zahl hätte ich gerne. So. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das irgendwie gebacken kriegen. Ich höre jetzt also mal wild durch die Massen durch. Das kann ich gar nicht hier sagen. So. Hallo, schöne Dame. Was ist das für ein Zeichen? Ein sonderbar aussehendes Symbol. Okay. Also hier war nichts, okay. Dann laufen wir wieder ein Stückchen hier hoch. Und dann sagen wir uns mal hier nach oben. Und hoffen, dass wir was eben mit den Dietrichen hinkriegen. Ich bin da selbst ein bisschen gespannt. Drücken Sie X, wenn die Anzeige im sicheren Bereich ist, okay. Okay, das war schon mal gut. Das war ein einfacheres Schloss. Jetzt sind wir endlich drin. Hier ist keiner. Alter, die Kirche ist ja direkt. Da hinten ist einer und da ist einer. Wie soll ich denn da die Kirche stehlen? Habt ihr so nur alle? Mein lieber Herr Gesangsverein, das wird nicht einfach.
Naja. Ich werde mein Bestes geben. Wobei, nach den letzten Erfahrungen werde ich wahrscheinlich wieder kläglich scheitern. Oh, ho, ho, das wird übel. Und danach brach er in den Kübel. Hier sind wieder nur zwei, ne? Nehmen wir erstmal hier hinten rum ran. So, da sind zwei. Und der Pastor, verdammte Kacke. So, Deke, ich hätten wir schon mal. So, die zwei könnte ich umbringen. Und den dann auch. Und dann wird wahrscheinlich eine kleine Panik ausbrechen. Könnte aber dann auf der rechten Seite dadurch nach oben fliehen. Und dann erstmal abwarten. Und ich glaube, so machen wir es auch. Être un agent d'un des comités. Si je vous ai causé le moindre tort, je vous en prie, je me rachèterai. Mais épargnez-moi. Schleichen wir uns jetzt mal langsam an diesen Kelch da heran. Hoffentlich geht das gut. Ich hab richtig Bam. Ganz leise, ganz leise. Und jetzt schnell wieder weg, schnell wieder weg. Mein Gott, das ging ja besser als gedacht, sage ich jetzt mal. Ich hätte nicht, dass wir das so hinkriegen. So, und jetzt scheiß drauf. Zack. Ab nach oben. Und raus in die Freiheit. Habe ich gerade mal unschuldig getötet. Verdammt. Egal. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben diesen Nebenauftrag. Der soll sehr schwierig gewesen sein. Hallo. So gut bin ich. Gut gemacht. Ihr seid nun ein Anhänger von Baphomet. Kommt zu unserem Ritual. Die Losung lautet: Der Vater des Verstehens. Ja, wunderbar. Francs. Erinnerung abgeschlossen. Kultus war von jetzt. Das haben wir doch fein hingekriegt. So, jetzt schauen wir mal, wo müssen wir als nächstes hin. Ja, ich bin ja gerade wieder so ein bisschen kistengeil. Ah, da wartet auch schon die nächste auf uns. Du wirst dran glauben. Wo war das knapp? Das war mal so richtig dicker. Das war richtig knapp. So, jetzt wollen wir die Kiste jetzt hier mal knacken. Gucken, weil ich ein gutes Fingergefühl habe. Der war schon mal gut. Zu früh.
Alter. Das ist gar nicht so einfach. Einen habe ich noch. Ah, verdammt. Es ist überhaupt nicht einfach. Also wir müssen auf jeden Fall in den Sachen besser werden. Kann man noch was zu plündern? Jawohl. Und dann leeren wir dem auch mal kurz die Taschen. Heißt also, das Schlösserknacken machen wir erst wieder, wenn wir die richtigen Skills dafür haben. Aber da ist ja auch noch so eine Kiste. Schnappen wir uns halt diese. Ich bin ja nicht so wählerisch. Hauptsache eine Kiste. Kisten sind gut. Erstmal ein bisschen Heilung genommen. Habe ich auch schon vorhin wieder komplett vergessen. Wenn ich nach oben drücke auf der Pfeiltaste, dann kriege ich die Heilung. Ach, die Kiste ist in Notre Dame. Ja, dann vergessen wir das. Ich möchte jetzt nicht nochmal einbrechen. Einweisung durch den Rat. Dann werden wir uns jetzt dorthin auf den Weg begeben. Ist ja auch nicht weit, die paar hundert Meter. Na, er könnte ein bisschen schneller klettern, der Junge. Naja, müssen wir einmal auf die andere Seite. Ja, ich würde sagen, den habe ich doch gekonnt eliminiert. 3 von 5 Massenereignissen haben wir auf jeden Fall aufgehalten. Sehr schön. Wieder ein schöner Fortschritt. Was ist denn dieses lachende Symbol hier? Was ist denn das? Arno wurde zum Verwalter des Café Theater ernannt. Eines alten Spionagennestes der Assassinen. Erkundet das Gebäude und bringt in Erfahrung, wie man es verbessern kann. Okay. Dann schauen wir mal da rein in unseres Theater. Kann ich euch behilflich sein? Was ist das für ein Ort? Ein Weg zum Sanktuarium. Nicht so protzig wie der Eingang zur Sainte-Chapelle, doch dafür gehört es uns. Es war Teil unseres Spionagenetzwerks. Aber im Moment sind es harte Zeiten. Wie kann ich helfen? Ich halte auch schon nach allen Gelegenheiten, die sich ergeben mögen. Vielleicht solltet ihr auch mit dem Verwalter darüber sprechen, das Gebäude zu renovieren. Ich bin aber zurzeit alles andere als flüssig. Alle Einnahmen des Cafés gehören euch und ihr könnt damit tun, was ihr wollt. Das Geld wird in einer Truhe im Arbeitszimmer hinterlegt. Und je mehr ihr hier verbessert, desto mehr Einnahmen. Genau. Ihr werdet feststellen, dass die Expansion in andere Bezirke ebenfalls Gewinne abwirft. Merci. Ja, unsere typische Geldquelle bei Assassin's Creed. Wollen wir unser Einkommen abholen? Was ist das hier? Soziale Kontakte, okay. Also für die Online-Welt. Und da. Einkommen nehmen. Und ich würde sagen, wir haben ja schon ein bisschen Geld, also warum sollten wir es nicht schon mal ein bisschen aufpolieren, das Ganze? Renovieren. Das Erdgeschoss für 100 Frauen machen wir auf jeden Fall schon mal. Die Arbeiter, die das Haupthaus renovieren, haben einen kleinen Raum hinter der Küche gefunden. Sein Inhalt könnte euch interessieren. Verschönerung haben wir gekriegt. Okay. Die Halle für 250. 5000. Okay, ich würde sagen, Halle und Fassade machen wir auch noch.
Die Vorbesitzer müssen einen Raum in der Haupthalle zugemauert haben. Ihr solltet euch ansehen, was dort gefunden wurde. Sehr schön, jetzt kommt auch die Fassade dazu. Dann reicht das erstmal mit der ganzen Geldausgeberei. Der Brunnen wurde seit Jahren nicht genutzt. Es ist schön, wieder frisches Wasser zu haben. So, jetzt haben wir anscheinend neue Räume bekommen. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Was war denn nochmal die goldene Truhe? Edwards Assassinen-Mentor. Ach ja, genau, da war ja das Jupiler-Kontroll nicht aktiviert. Kann ich jetzt mit der da hinten interagieren, oder was ist das hier? Ah, die Herbertisten verbrennen selten religiöse Manuskripte, von denen einige Assassinen Geheimnisse enthalten. Sie müssten vor der Zerstörung gerettet werden. Wieder eine Nebenqueste. Sehr interessant, aber ich möchte mich doch erstmal ein wenig um die Hauptquest wieder kümmern. Schauen wir uns mal diese Nebenräume an, die hier entstanden sind. Ja, hier geht's wieder runter zum Assassinenrad. Richtig beeindruckend, das ganze Gebäude hier. Theater erkunden. Okay, dann das Erste, was mich jetzt sofort interessiert hat, ist da unten dieses Rätsel mit der Rüstung. War das jetzt der richtige Weg? Ne, wir sind hier runtergegangen. Verdammt. Also ich will jetzt nicht... Da ist es ja. Das Rätsel. Imposant, oder? Was ist das? Ein Erbstück der Bruderschaft. Diese Rüstung gehörte einst Thomas de Carnion. Ich habe absolut keinen Schimmer, wer das ist. Er leitete die Ergreifung von Jacques de Molay, brach die Macht der Templer in Europa für mehr als ein Jahrhundert. Es ist Tradition, dass ein Assassine, der Frankreich und der Bruderschaft große Dienste geleistet hat, zum Dank seiner Rüstung erhält. Das Gewölbesegel ist seit 200 Jahren verschollen. Seitdem blieb es verschlossen. Ich kann verstehen, warum ihr keinen Schlosser gerufen habt. Erzählt mir von dem Siegel. Es bestand aus drei Ringen, einer für jede der Türen. Das Siegel wurde zerstört, bevor es verschwand. Ohne Zweifel befinden sich die Fragmente in Paris, doch es gibt nur vage Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Und falls jemand all diese Schlüssel findet, wäre das ein ausreichend großer Dienst für die Bruderschaft und Frankreich? Das könnte man wohl so sagen. Thank you.
Ich will diese Rüstung haben. Ja, ich mag sie. Ich würde sagen, mit dem Ausblick auf diese unerreichbar nahe Rüstung beenden wir die heutige Folge. Und wie immer hoffe ich, dass sie euch gefallen hat. Ich freue mich über Meinungen, Kommentare und natürlich auch auf ein Däumchen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Assassin's Creed Unity.